Birmingham und Bremen sind ja nicht zwingend als A-Standorte in der Investmentwelt in Europa bekannt. Beide haben aber ihre Begründung, dort zu investieren. Wann investieren wir in diese Standorte? Immer dann, wenn wir ein gutes Qualitätsprodukt finden. Das haben wir in Bremen durch seinen sehr langen Mietvertrag, eine neue Architektur, und auch im One Snow Hill in Birmingham, auch wiederum ein langer Mietvertrag, exzellente Architektur, neuester Standard. Und gerade das ist in B-Standorten aus unserer Sicht maßgeblich, die Top-Produkte an diesen Standorten zu sichern. Unsere Anlagestrategie für B-Standorte basiert auf drei Grundprinzipien. Es sollten demografisch wachsende Standorte sein, es sollten Universitätsstandorte sein und sie sollten eine gewisse Fungibilität am Markt haben, das heißt eine gewisse Anerkennung. Das sind die drei Prinzipien, warum wir in Büroimmobilien in B-Standorten investieren. Das gilt für Deutschland als auch das europäische Ausland. Bei den Nutzungsart Einzelhandel ziehen wir diese Parameter etwas weiter. Heißt, wir nehmen auch andere Standorte rein. Warum? Einfach aus der Tatsache, dass in 1A Handelslagen immer gekauft werden wird und somit auch hier für unsere Anleger ein langfristiger Cashflow gesichert wird. Unsere Investmentstrategie in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren etwas angepasst. Heißt aber eigentlich nur, sie hat sich konkretisiert. Wir haben neue Produkte aufgelegt, die mit einem Fokus in diese Standorte gehen. Und wir haben natürlich die Erfahrungen, die langjährige Erfahrung mit unseren Objekten in B-Standorten etwas optimiert. Das heißt, wir wissen, wo wir dank unseres hervorragenden Asset Managements das Maximale für unsere Anleger erwirtschaften können. Als Beispiel nehmen wir mal Nürnberg, wo wir auf ein Einzelhandelsimmobilie auf der Karolinenstraße gekauft haben. In Hannover eine große Einzelhandelsimmobilie, auch hier mit einem Volumen von über 170 Millionen, atypisch für einen kleinen Standort, aber ein Produkt, was dem Fonds sehr zugute kommt und für die Anleger auch wiederum langfristig eine sichere Anlagemöglichkeit darstellt. Also neben den deutschen Städten, die wir gerade schon besprochen haben, also Oberzentren wie Hannover, wie Bremen, sind vor allem Universitätsstädte maßgeblich. Also Heidelberg, Freiburg, Bonn sind für uns in Deutschland die maßgeblichen Objekte. Europaweit auch da die gleichen Kriterien, die wir anlegen. Am besten Regionen, die wirtschaftlich wachsen. Nehmen wir mal die Öresund-Region, Malmö, Kopenhagen. In diesen Regionen passiert viel. Es sammeln sich demografisch immer mehr Menschen an, die in Büros arbeiten werden oder auch dementsprechend einkaufen werden. Das heißt, in den Nordics wird es Malmö sein. In UK sind sicherlich die Regionen wie Manchester, Glasgow, Edinburgh, die nach wie vor von Interesse sind. Das gleiche gilt für Frankreich, wo Lyon insbesondere ein Fokus für uns sein wird in Zukunft. Nachhaltig ist sicherlich die Entwicklung innerhalb dieser Städte. Das ist insbesondere in Deutschland zu spüren. Dank seines föderalen Systems werden diese Städte und diese Standorte immer mit einer gewissen Fokussierung auch der Regierung natürlich gestärkt, ne? Durch Universitäten und durch sich ansiedelnde Wirtschaft. Das ist die eine Seite. Das ist auch sicherlich für die anderen europäischen Länder der Fall. Ob ein Investment in diese Standorte, die momentan einen gewissen Peak erfahren aufgrund der hohen Liquidität, nachhaltig auch diese Werte sich halten werden, das ist ganz davon abhängig, was man gekauft hat aus meiner Betrachtung. Einzelhandel wird sicherlich stabiler sein als Büro. Und um dieses Risiko zu minimieren, sollte man in diesen Standorten das beste Produkt kaufen, weil hier immer auch eine langfristige Ertragssituation geschaffen wird. Das gilt, glaube ich, für alle B-Standorte, um einfach eine zukünftige Volatilität bezogen auf die eigenen Investments langfristig zu reduzieren.